Herzlich willkommen, Leute, zu meinem 17. Part. 17 von Final Fantasy. Super, super, super schön. Ja, freut mich. Jetzt geht's weiter, nämlich. Wir sind in Turm Mirage. Ja, man merkt, ich hetze ein bisschen. Ich beeile mich auch ein bisschen, weil ich will auch nicht eine halbe Ewigkeit hier in diesem Turm verbringen. So weit, wie es nur nötig ist. Wird eh passieren. Also es wird auf jeden Fall 2-3 Parts sein. Ich glaube nicht, dass ich innerhalb von einer Stunde diesen Tempel durch habe. Glaube ich nicht. Nicht in dem. Normalerweise, also in der zu der Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal gespielt hatte, da habe ich ja da halt im Off gespielt. Da habe ich, da war ich schon, glaube ich, fast Level 60. Ja, knapp Level 60 war ich da schon. Und deswegen. Ah, Lilika steigt. HP steigt um 29, MP steigt um 19. Ah, cool. Das ist gut. So, weiter geht's. Jetzt geht's nach oben. Noch eine Etage. Chimera. Oh. Feuerbrunst hier. Ah, das ist so ein geiles Spiel, ey. Final Fantasy macht echt Laune. Und die haben da echt die Game Boy Advance Fassung, haben die echt gut gemacht. Alle Teile, fand ich. So, weiter geht's. Hoch, hoch, hoch und runter. Super Spitze. So, ich habe jetzt ein paar Einstellungen. Stimmt, ich habe ja noch ein paar Einstellungen gemacht hier bezüglich meines Emulators. Ich habe zwar noch keinen neuen Emulator, aber ich hatte halt neue Einstellungen gemacht. Ich hoffe, jetzt dürfte es nicht mehr ruckeln. Jetzt müsste es eigentlich richtig laufen, alles. Ich hoffe es. Jetzt leider kann ich es ja nicht austesten, ob es jetzt mit dem Flugschiff geht. Aber das ist mir egal. Dann wollen wir mal gucken hier. So, erledige den auch. Den, genau. So, das war's. Die Rila steigt ein Level auf. HP steigt um 27 und der P steigt um 12. An Stärke gewonnen. Konstitution und Psycho steigt ein Level auf. Wow. HP steigt um 10, Agilität und Konstitution ist gestiegen. Gut. Nichtsdestotrotz, ich will mal ganz kurz ordnen. Ist nichts. Gut. Dann gehe ich mal mit Ethan nochmal. Weil der Kero hat ja was neu an MP dazu gekriegt. Und Alter, der Rila mit 725. Wenn es so weitergeht, habe ich bald 999, mein Maximum, was ich erreichen kann. Super. Na. Ja. Blaudrache. Blaudrache. Super. 818 Erfahrungspunkte. Über den Wolken das Luftschloss. Mit dem Teleportal könnt ihr es erreichen. Jawohl. Und los, hoch mit mir. So, Leute, jetzt kommt der offizielle Dungeon. Das ist der vierte und letzte Dungeon. Jetzt muss ich erstmal alles durchsuchen. So. Hier sind nämlich im normalen Regelfall eigentlich, was mich jetzt gerade wundert, warum ich so viel abziehe. Im Regelfall sind hier die stärkeren Gegner. Super. Zack, 7900 Gil. 4150 Gil. Portion, 9900 Gil. Miau. So, erledigt, jawohl. Erledigt. 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 Das wäre mein Wunschtraum gewesen. Aber leider ist es ja nicht so. Spitze. 1263. Kero steigt ein Level auf. HP steigt um 5. MP steigt um 16. Das ist schön. Trotzdem ist es schön. So, dann wollen wir mal erstmal hier alles durchsuchen, weil hier gibt es auch gute Waffen. Ja. Luftelementar. Genau. So, erledige den auch nochmal. So, da wollen wir weiterlaufen. Nein, da will ich nicht. Luftelementar, Tatzelwurm. Ja, komm. Ist gut. Ja, und das. Hier für dich und für dich. Und natürlich muss Psycho wieder den Rest erledigen. Ja, 944. Super, Spitze. Super. Oh, diese Kämpfe. Oh, Teufelsauge hier. Siehst aber auch fies aus, ey, Junge. Zack, erledigt.
Super, hier müsste auch noch was sein. Sage ich doch. Wow. Wieder Teufelsauge. Alter, wirklich. 398, ey. Ja. Heilerhelm. Das ist schön. Protect-Trink. Oh, Protect-Trink. Protect-Trink. Was haben wir denn hier für einen Ring? Wozu ist der gut? Achso, der Protect schützt bisweilen vor Kampfunfähigkeit. Ja, den braucht er auch dringend. Aber ein Helm. Heilerhelm. Benutzung, um Heilung auszuführen. Ja, hier kommt, verpass ihm die. Gut. Dann ist das auch erledigt. Super. Ja. Aber ganz ehrlich, Leute, ich hätte auch wieder, worauf ich auch voll Bock hätte, wäre tatsächlich auch mal ein Let's Play Together. Das wäre geil gewesen. Wenn es das auch noch über Final Fantasy geben würde, wäre es echt cool. Das ist mir auch so mal so ein bisschen so mal durch den Kopf gegangen, ob ich sowas auch mal machen würde. Aber jetzt im Moment habe ich noch zwei Projekte. Bin nächstes Jahr South Park zu Ende. Und Final Fantasy mache ich ja weiter. Wie gehabt. Einen schönen Marathonlauf. Und ja, mal gucken. Mal looken. Vielleicht mache ich das ja mal mit Let's Play Together. Aber mal gucken mit wem. Beziehungsweise mal gucken, dann was. Unter anderem. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich will nur ein bisschen Smalltalk jetzt hier ein bisschen durchführen. Bei den ganzen Kämpfen hier. Super. Teufelsauge hier. Du kleines Äuglein. So, das habe ich auch erledigt. Super, von da kam ich, ne? Ja. Dann gehe ich hier runter. Oh, Dunkelritter. Es ist aber auch ganz gut so, dass ich jetzt alles durchsuche, weil ich so auch trainiere. Das ist nicht schlecht. Ich habe echt Schiss vor dem Bossgegner, weil der ist nicht von schlechten Eltern. So, So, wollen wir mal hier die erledigen. Ja, ansonsten, Leute, finde ich es schon bemerkenswert eigentlich. Auch die Serie fand ich schon damals bemerkenswert, dass sie sich wirklich so viel einfallen ließen. Eigentlich theoretisch ist es eigentlich total beschissen, dass sie das immer Final Fantasy nennen. Okay, die nehmen einige Elemente, belassen diese Elemente auch drin, aber ansonsten, im Großen und Ganzen sind es immer neue Spiele. Hat auch kein, der nicht direkt eine Fortsetzung so. Naja. Lelika steigt ein Level auf. Super, Spitze an Stärke gewonnen. Konstitution und Glück ist gestiegen. Das ist schön. So, ich will mal hier rein. Giftklinge. Oh. Oh. Rüsten. Nee. Das wäre auch ein bisschen zu komisch. Das wäre... Ja, da brauchen wir nicht anzufangen hier. Er wird ja auch immer stärker, ey, von Level zu Level, also von daher. Adepten sind schon cool. Mann gegen Mann. Faust gegen Hufe. Hufe verliert. Der Rilla steigt ein Level auf. HP steigt um 28. Alter. Und der P steigt um 24. Agilität ist gestiegen, Intelligenz und Glück ist gestiegen. Das ist schön. So, jetzt geht's nach oben. Damit wir. Ja, komm. Ich bin mal heute so nett. Mach mal Blitz ran. Ja. Ja. Oh, die Rila ist schon etwas schwächer. Dann wird es mal Zeit, dass ich mal wieder... Oh. Oh. So. Na gut. Ah, ja. So, dann erledigen wir das mal jetzt hier auf die altbewährte Art. Einfach freu Schnauze. Zack. Und los. Ey, der teilt aber auch aus hier. Psycho steigt ein Level auf, HP steigt um 30, an Stärke geworden. Haha, der ist ja schon zu stark. Egal, nichtsdestotrotz, ich muss einmal mich heilen, weil ich gehe auf Nummer sicher. Weil da weiß ich wenigstens, man kann mich nicht einfach mal so plätten. So, ab nach oben in den Norden. Ja, komm. Erledige das. So, weiter geht's. Hau rauf. Spitze. Zack. Ja. Ja. Spitze. Toll. So, hau rauf, hau rauf. So, dun, dun.
So, super. 783. Exitor. Exitor? Was zum Teufel? Ah. Exitor. Oh, Giftkling ist da unten. Ganz. Nee, Exitor kann ich nicht verwenden. Für nichts. Es ist wahrscheinlich für einen Krieger gewesen. So, ah, oh ja! Als hätten die es geahnt, ehrlich. Ja gut, hier Eisrad, dann haben wir das auch erlebt. Ja, aber es ist schon ganz wichtig, dass auch zum Beispiel Kero Mumm und Hast gelernt hat. Das ist für mich wichtig, weil, besonders wenn es brenzlig ist, dann kann auch Kero mal kurz der Rila mal unterstützen. Indem er sich selber dann Hast und Mumm verpasst. Und dann kann zum Beispiel die Rila Psycho Mumm und Hast abgeben. Und so geht es halt ein bisschen schneller und dann verteile ich auch wirklich, da gibt es auch wirklich Backenfutter. Der Kero steigt mein Level auf, HP steigt um 5 und HP steigt um 4, ein Stärke geworden, Intelligenz und Glück ist gestiegen. Jung. Spitzenmäßig, zweiter Stock. Dann wollen wir mal gucken, wo geht's da lang? Da geht's. Mithrilhelm. Hütte. Mithrilhelm? Nee. Nee. Den habe ich doch schon gehabt. Ist einfach nur ein dummer Helm. Dann hilft mir dieser Heilerhelm ja mehr. So, was haben wir denn hier? Eine Truhe. Diamantenhandschuh. Oh! 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 Oh. Natürlich kann keiner den tragen. Ich glaube... Ach, nee. Ja, das ist tatsächlich für einen Krieger gewesen. Es gibt ja die komplette Diamantenrüstung hier. Angriffsvorteil, das gefällt mir, da brauche ich auch keine Magie anzuwenden. Da wird's aber 100% hier aufgehauen hier. So, perfekt. Dann gehen wir mal da lang. Was haben wir denn hier? Schönes. Luftelementar-Tatzelwurm. Ich glaube, die mögen sich. Die mögen sich, die beiden Hunde. Super spitze, ey. Oh. Oh, Leute, ich freue mich so dermaßen, wenn ich Final Fantasy 2 endlich zocke. Dann ist es für mich aber auch so eine Art Blind. Diamantenschild und Schleife. Na gut, Schleife brauche ich jetzt nicht mehr. Schleife habe ich ja genug. Super. Angriffsvorteil. Chimera. Aber ich freue mich so dermaßen auf den zweiten Teil. Boah! Okay. Da hat wohl mein Rechner irgendwie keinen Bock gehabt gerade. Schnaufen. Was bedeutet dieses Schnaufen? Ich werde es, glaube ich, noch früh genug erfahren. Aber eigentlich möchte ich es gar nicht erfahren. Alter Schwede. Spitze. Chimera. Chimera. Super. Damn, damn, damn. Spitze. Okay. Schwarze Robe und weiße Robe. Ach, das ist schön. Das ist schön. Weiße Robe. Wo bist du? Brust. Was? Besitzt den Effekt in Visra. Ah, warte mal. War das nicht? Moment. Benutzen, um Eis rauszuführen. Ja, ist jetzt nicht irgendwie ein Vorteil. Aber das ist gut. Das ist gut. Ja! Alle Giftnadeln hier. Wäre auch noch geil gewesen, wenn alle vergiftet wären. Ah! Zwei sind vergiftet. Nein! Die kleinen dummen Gorgos, ey. So. So, dann kriegst du es auch nochmal zurück. Und, ja. Naja gut, das ist ja jetzt nicht jetzt ein Beinbruch. Ich bin schon vergiftet, aber mehr als mich vergiften kannst du eh nicht. So. Dann nehmen wir mal hier... So. Und Psycho wird auch nochmal geheilt. Super. Weiter geht's. Erdmedusa, ey. Der böse Blick, ey. Nein! Die nämlich kann mich versteinern, ey. Spitzenmäßig. Ah, da geht's weiter. Gut. Da wollen wir aber jetzt nicht noch nicht hin. Ich habe ja noch nämlich noch Bereiche hier, die ich erkunden kann.
Ja, das Häuschen hier nämlich. Und dann hätte ich, glaube ich, alle 4 Punkte. Spitze. Teufelsauge. Was bist du denn für ein Teufel? Ich mache ja so fertig. Oh. Was war das denn nochmal? So. Alles klar. Adamantit. Jawohl. Stimmt. Damit mache ich offiziell, im alten Teil war das zumindest so, bevor es die Game Advance Fassung gab, mache ich, hole ich daraus die stärkste Waffe. Ich weiß auch, wo ich die machen werde. Das kann ich aber erst danach machen. Lelika steckt ein Level auf. Ja, super. Intelligenz ist gestiegen. Damit mache ich mir nämlich... Zack. Dritter Stock. Durch dieses Glaskuppel kann die gesamte Welt überblickt werden. Feuer, Erde, Wasser und Wind. 4 nebulöse Kräfte strömen an einem Ort. Es ist der Mittelpunkt der 4 Ätherer, der Chaos-Tempel. Ja, Leute. Ja, wo geht das alles hin? Und jeder kennt diesen Ort, den habe ich gleich zum Anfang erledigen müssen. Da muss ich als nächstes hin, nämlich. Von dieser Aussichtsplattform könnt ihr die Weltkontinente überblicken. Schön. Boah. Super, Reisekluft. Goldnadel. 6400. Alter, wie Kohle habe ich denn schon? Boah, eine halbe Mille. Halbe Mille. Wenn alles gut läuft, habe ich sogar zum Schluss sogar knapp eine Million. Leider kann man nicht eine Million erreichen. Da fehlt nur noch ein Geld. Gemeinheit, oder? Ich kann nie ein Millionär hier drinnen werden. So, dann wollen wir mal hier weiter gucken. Okay, hier ist nichts. Bleh. Alles klar. Medusa und Rakshasha hier. Rakshasha, lalala. So, erledigen wir erstmal die Medusas. Scheiße, ich hätte mal Medusas jetzt anwählen sollen. Ja, ja. Schon recht. Na ja. Na, Mist. Wäre Sarkovic ein bisschen intelligenter, hätte er die Medusa angegriffen. Aber gut, das macht Lilika. Und ich mache jetzt nochmal Eisra und weg sind die. Oh, nein, natürlich sind die nicht weg. Muss ich doch schon ein stärkeres Geschütz hier auffahren. Ja, ist klar. Ja. Die Ritter steigt ein Level auf. HP steigt um 4, MP steigt um 3. Scheiße, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ach Mist. Jetzt fällt's mir ein. Was fällt mir auf? Ja, ich kann doch Level 8 erlernen. Und ich hab doch sogar den Ort, wo ich... Oh, da ist nichts. Wo ich Level 8 erlernen kann. Und ich hatte kein Geld zu der Zeit. Ach Mist. Da hätte Lilika mich gut super unterstützen können. Beziehungsweise uns unterstützen können hier für den Bossgegner. Ja, Psycho steigt ein Level auf. Happy steigt um 10 an Stärke geworden. Jawoll. Psycho, du gehst aber ab hier wie Schmidts Katze. Ja. Söldner. Süß. Ja. Ja, komm. Erledige das. 634. So, dann wollen wir mal gucken. Chimera. Wo muss ich denn jetzt lang? Nicht, dass ich jetzt irgendwas verwechsel hier. Ich habe doch jetzt hier... Gehe ich mal da lang. Ah, da geht's weiter. Gut. Ja, kriegst einen mit meinem Hammer. Zwar ziehe ich nicht viel ab. Irgendwie traue ich mit einer Waffe ziehe ich wenig ab, aber dann kommt der mit seinen Fäusten an, ey. Verrückt die Welt. Vitus 150 Geld. Ein Kampf. Rakshashalala. Gut, dann wollen wir mal hier die Blitzgas hier rausholen. Naja. Schon recht. Schon recht. So, hau ruf. Ja. Bei dir brauche ich das nicht zu erwarten, dass du schwach bist. Super. Blitzka hat gereicht.
Superspitze. Goldnadel. Kampf. Oh, ein Hinterhalt. Ja. Ja! Leck mich am Arsch, ey. Alter Schwede. Ja. Boah! Die gehen auch ab hier, ey. Oh, krass, ey. Oh, zum Glück, ey. Der Söldner ist ja immer weg. Zack. 9.999. Ich denke aber auch mal, man kann auch 9.999 rein. Das wäre doch total Schwachsinn, wenn nicht. Sonst müsste er stehen 999. Deswegen frage ich mich schon zu. Oh, Sasuke? Magie-Rüstung. Ja. Das wird erstmal meine mächtigste Waffe sein. Dann machen wir mal hier Heilger. Zack. Ja, hier. Zack. Da habe ich es jetzt auch erledigt. Spitzenmäßig, ey. Dann gehe ich jetzt hier rein. Wow. Luftschloss. Oh. Hier bin ich. Alles klar. Blitzra. Ja, hier, Blitzra, mach mal. Geistermarter. Ah, scheiße. Ja, da geht schon los, ey. So, jetzt aber hier. Sehen schön das, ey. Hier, ich krieg's erstmal. Faustdick hinter den Ohren. Ich glaube, wenn man immer nach Norden geht. Nee. Ach, wie war das nochmal? Irgendwo nämlich. Ein Hinterhalt. Ja, ist klar. So, Leute, dann verprügeln wir den erstmal hier. Den. Ja! Den verprügeln wir erstmal hier. Eiskalt. Den lasse ich nicht zu, dass er mich wirklich ernsthaft beschädigt hier. Ach, wie süß der Wächter. Als Söldner, der geht ja hier voll ab. Super. Super, wo war das? Einer von denen. Ich muss halt nur wissen, wo nochmal. Ja, das ist, da muss ich jetzt suchen. Das ist jetzt blöd. Spitze, dann gehe ich jetzt noch einen weiter. Blitzra reicht schon aus. So. Ja, ist gut. Alter Schwede. Ja, okay, das ist jetzt albern, wenn ich jetzt... Naja, gut. Warm! Schön draufhalten. So, und einen Schritt nur gemacht und der Schmatzer kommt. Ja, herrlich, 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 herrlich. So. Zack und hoch. Oh, ein Söldner. Oh, der ist selber echt... Der ist auch echt brutal, der Typ. Aber der gibt aber ordentlich an Erfahrungspunkte. Nur für ihn. So. Fünfter Schloss. Luftelementar, Leute. Luftelementar. Machen wir mal Blitzrad. Das Elementar des Blitzrads. Autsch. Autsch. Hau auf. So, drauf, drauf. Zack. Und hier auch nochmal. Und Blitzra. Hurra. Spitzenmäßig, ey. Oh. Ja. Ist gut, ich habe es schon verstanden. Ihr seid ja echt übelst drauf, so. Oh, jetzt aber. Jetzt, super. Spitze, Lilika steigt ein Level auf. Happy, der Agilität ist gestiegen. So. Ich glaube sogar, dass sogar hier über der Brücke ein seltener Gegner ist. Aber machen wir nochmal Heilger hier. War das so? Na gut, Dunkelpudding ist zumindest schon mal da. So. Och, wie süß, ey. Ach du Scheiße.
Ach du Kacke. So, jetzt habe ich, glaube ich. Ja, wieso zieht er auf einmal so viel ab? Es ist so komisch, das war's erledigt. So. Okay. Jetzt könnte ich jetzt ein Arsch sein und sagen, ich mache jetzt einen Cliffhanger jetzt hier und hör mal auf. Aber nein. Ich bin schon am Ende. Das ging aber schnell. So. Erledigt. Erledigt. Derila steigt ein Level auf. HP, MP, Stärke, Intelligenz und Glück ist gestiegen. So, Leute, dann habe ich jetzt die Wahl. Entweder höre ich jetzt auf. Oder ich bin mal jetzt einer, ich bin mal so frei und sage, okay. Wir müssen mal jetzt hier mal richtig auf die Kacke hauen. Wollen wir das machen? Wollen wir das machen, Leute? Ich habe noch 4 Minuten. Ich mache mal einen Quick Save. So. Ja, wir machen's. Kommt. Todbringer, Kali und Aquadon, diese räudigen Nichtsnutze. Dennoch bin ich überrascht, dass ihr Gesindel es so weit geschafft habt. Aha. Aha. Oh, jetzt kommt der offiziell mächtigste von den 4 Dungeons. Ich bin Tiamat, Chaos des Windes. Ich werde das Letzte sein, was eure neugierigen Augen sehen werden. Leute. Jetzt kommt nämlich der mächtigste Gegner für mich, finde ich. Und jetzt werde ich mir nämlich Mumm verpassen. Sie kann sofort schon mal Proterra hier anwenden. Und er verwendet mein Mumm bei Psycho. Und Psycho, hau auf. Hau auf gleich. So, zack. Rein. Jetzt mache ich die noch mächtiger. Mach ich mich noch mächtiger. Zack. Boah, das ist ja nichts, ey, was ich jetzt da gerade abziehe. Ich schütze mich mal selber. So, hast. Machen wir mal Heilra. Du machst nochmal Hast bei Psycho. Oh, Blitzschlag. Oh, was? Zack. Und jetzt mache ich mich noch schneller. Zack. Und ihn auch nochmal schneller. So. Ja, okay. Zack, zack, zack. Solange richtig schön geheilt wird, ist mir recht alles. Müsste es jetzt schon reichen, wenn nicht. Gehe schon mal auf Halga rüber. Ihn verpasse ich mal Mumm nochmal. Giftgas. Ui. Was? Ich bin baff. Ich werd verrückt, ey. Ach du Scheiße. Okay. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Engel. Zack, Schneesturm, ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Heilung. Ach, du Kacke, ey. Shit, ey. Das ist doch echt bescheuert. Na komm. Da verpasse ich nochmal Halga. Und der Kleine hier verpasst mal Hast erstmal. Scheiße! Oh, was? Na gut. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, weil jetzt habe ich echt ein Problem. Ja. Genau, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Dann muss ich wohl oder übel Heilger, dann muss ich echt wirklich irgendwo oder übel mal einfach mal so attackieren. Erledigt, egal, Psycho hat es nicht geschafft, schade. Leute, unter 30 Minuten. Erledigt, okay. Das war jetzt wohl echt ein bisschen daneben. So.
So, Leute. Dann beende ich das mal. Ja, hohen Frieden, Psycho. Von wegen, ey. Da. Zack. Lebst du wieder. Ansonsten. Ja, komm. Machen wir das mal so. Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann im nächsten Part dann wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Final Fantasy. Dann diesmal damit Part 18. Ja, bis dahin, Leute. Haltet die Ohren steif. Auf in die letzte Runde, sollte ich mal sagen. Bis dahin. Tschüss.